Hausmittel gegen Eisenmangel. Bei einem leichten Eisenmangel hilft es oft schon, bei der täglichen Ernährung bevorzugt zu eisenhaltigen Nahrungsmitteln zu greifen. Zu diesen zählen vor allem Fleischprodukte. Alternativ kann der erhöhte Bedarf aber zum Beispiel auch gut durch rotes Beerenobst, Gemüse wie rote Beete und Karotten, Nüsse und Hülsenfrüchte abgedeckt werden. Säfte aus eisenhaltigen Früchten wie Johannisbeeren oder Himbeeren sind eine gute Ergänzung. Im Reformhaus ist zudem der sogenannte Kräuterblutsaft erhältlich, mit dem eine Unterversorgung schnell ausgeglichen werden kann. Brennnesseln zählen zu den Heilkräutern, die viel gutes Eisen enthalten und pur, zum Beispiel im Salat und in der Suppe oder als Tee bei Mangelerscheinungen helfen können. Viel Eisen findet sich auch in Löwenzahn und Thymian. Reichern Sie Ihre Nahrung mit Kräutern wie Petersilie und Schnittlauch an, um Ihren Eisenhaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Weitere Informationen zu natürlichen Heilmitteln finden Sie unter www.heilpraxis.de.